Seit der deutschen Wiedervereinigung und somit auch der Wiedervereinigung der geteilten Stadt Berlin wurde der Eisenbahnknoten gleichnamiger Stadt erneuert und erweitert, sodass heute ein flexibler und im Vergleich zu anderen Regionen in Deutschland zuverlässiger Eisenbahnbetrieb möglich ist. In diesem Video möchten wir euch in Zusammenarbeit mit unserem Partnerkanal Züge2Go den Bahnknoten Berlin erklären und aufzeigen, welche Möglichkeiten Züge haben, ihren Weg durch die verschiedenen Schienenstränge der Bundeshauptstadt zu finden. Vorab ein paar Informationen. Dieses Video behandelt nicht die Geschichte des Berliner Bahnknoten. Außerdem gibt es in Berlin viele alte Industrieanbindungen, auf denen auch heute teilweise noch Verkehr herrscht. Sie haben allerdings keine Relevanz für den Gesamtverkehr im Berliner Raum und werden deswegen nicht behandelt. Auch die Berliner S-Bahn soll hier nicht thematisiert werden. Da sie mit einer Stromschiene ausgestattet ist und es nur wenige Verknüpfungen zur Fernbahn gibt, spielt sie keine Rolle für den Regional-, Fern- und Güterverkehr. Des Weiteren fallen öfter Begriffe wie viergleisige Strecke. Wir sind uns bewusst, dass eine Eisenbahnstrecke nicht mehr als zwei Gleise haben kann. Zur Vereinfachung wird aber so getan, als ob. Wir beginnen unsere Reise durch den Bahnknoten am Berliner Hauptbahnhof. Europas größter Turmbahnhof ist aus allen vier Himmelsrichtungen angebunden. Wobei wir uns erstmal auf die obere Ebene an der Berliner Stadtbahn konzentrieren. Die Stadtbahn besitzt auf ihrem Verlauf zwischen Charlottenburg und dem Ostbahnhof zwei Gleise für den Regional- und Fernverkehr. Parallel dazu liegen zwei Gleise für die S-Bahn. Der Hauptbahnhof besitzt oben sechs Bahnsteiggleise, davon vier für die Fern- und zwei für die S-Bahn. Züge in Richtung Westen der von uns jetzt behandelten Richtung fahren von den Gleisen 13 und 14 ab. Auf ihrem kurvigen Weg in Richtung Charlottenburg besitzt nur der Bahnhof Zoo ähnliche Gleisanlagen wie die obere Ebene des Hauptbahnhofs. Nach dem Bahnhof Charlottenburg, der ebenfalls vier Bahnsteiggleise für die Fernbahn hat, endet die Stadtbahn und die Strecke ist fünfgleisig. Nach der Überquerung der Ringbahn, die gleich thematisiert wird, teilt sich die Strecke kreuzungsfrei nach Wannsee und Spandau. Dabei führen die Gleise von Norden aus gezählt 1 und 4 nach Wannsee, die Gleise 2 und 3 nach Spandau. Das fünfte Gleis führt in den Bahnhofsteil Grunewald GDN und bietet Zügen von der Stadtbahn in diesen eine Fahrtmöglichkeit. Also vor allem den Fernzugbereitstellern wie die Eurocities nach Polen. Aus dem Zug sieht das dann so aus. Wir befinden uns in einem RE nach Wannsee, also auf dem obersten Gleis. Das fünfte Gleis ganz unten führt in die Abstellung, während wir in einem großen Bogen über die Spandauer Gleise geführt werden. Dahinter treffen wir dann auf das zweite Gleis der sogenannten Wetzlarer Bahn. Machen wir einen Sprung zurück zum Hauptbahnhof und kümmern uns zunächst um die östliche Stadtbahn. Sie führt vorbei an Friedrichstraße und Alexanderplatz zum Ostbahnhof, wo es für uns wieder interessant wird. Der Ostbahnhof besitzt fünf Bahnsteige für die Fernbahn. Auf dem Weg nach Ostkreuz liegen jetzt drei Gleise nebeneinander, aber der Reihe nach. Im Vorfeld des Ostbahnhofs wird das mittlere Gleis mithilfe eines Überwerfungsbauwerks in südliche Lage verschwenkt. Es wird hauptsächlich für Fernzugbereitsteller zum ICE-Werko in Rummelsburg benutzt. Mit Hilfe der Überwerfung können sowohl aus Westen am Ostbahnhof endende Züge das ICE-Werk erreichen, als auch die aus Rummelsburg kommenden Züge bereitgestellt werden, ohne den regulären Zugverkehr zu kreuzen. Am Ostkreuz besitzen die regulären Gleise der Fernbahn einen Mittelbahnsteig. Dahinter geht es für die Strecke nach Südosten in Richtung der schon vielfach erwähnten Rummelsburg. In Höhe der Warschauer Straße befindet sich außerdem auf der anderen Seite der S-Bahn erst eine Abstellung und Wartungshalle der Firma Talgo für Fernzugwagen. Danach beginnt etwas unscheinbar die Ostbahn, eine einst glanzvolle Magistrale. Sie hat am Ostkreuz die nicht elektrifizierten Gleise 7 und 8, wo diese Triebwagen der Niederbahnimer Eisenbahn enden und wenden. Nach dem Ostkreuz geht es für die eingleisige Strecke nach Lichtenberg.
Das Kapitel Stadtbahn haben wir vorerst abgeschlossen und kümmern uns jetzt um die andere, die Berliner Innenstadt durchquerende Strecke. Die Berliner Nord-Süd-Verbindung, die sich vor allem durch den Berliner Nord-Süd-Tunnel auszeichnet. Deswegen springen wir jetzt wieder zurück zum Hauptbahnhof. Der Nord-Süd-Tunnel besitzt im Tiefbahnhof 8 Bahnsteiggleise. Der nördliche Ausweis ist schnell erledigt. Direkt hinter dem Bahnhof erreichen die Züge Tageslicht. Währenddessen gibt es mehrere Weichen, sodass jedes der zwei Regel- und Gegengleise der vom Hauptbahnhof wegführenden Strecken von jedem der 8 Bahnsteiggleise erreichbar ist. Die Strecken trennen sich dann kreuzungsfrei in Richtung Jungfernheide und Gesundbrunnen, wobei die Strecke nach Gesundbrunnen auf einem markanten Überwerfungsbauwerk über die Strecke nach Jungfernheide geführt wird. Während des Befahrens dieses Überfliegers hat man einen guten Ausblick auf die Bundeshauptstadt. Zurück zum Hauptbahnhof. In südlicher Richtung schließt sich an ihn der viergleisige Nord-Süd-Tunnel an. Anders als bei der Nordausfahrt sind nicht alle vier Gleise von den 8 Bahnsteiggleisen erreichbar. Denn eine Verbindung von Gleis 1 zum östlichsten Tunnelgleis existiert nicht. Dies wird im Normalbetrieb jedoch nicht benötigt. Wie angesprochen ist der Nord-Süd-Tunnel viergleisig, was auch voll ausgenutzt wird. Hier werden die beiden östlichen Gleise für Nord, die beiden westlichen Gleise für Südfahrer benutzt. Im Anschluss folgt der viergleisige Haltepunkt Potsdamer Platz. Richtig gehört, er ist trotz seiner Bedeutung ein Haltepunkt und besitzt keine Weiche. In Höhe des U-Bahnhofes Gleisdreieck existieren Vorbauten, die später einmal die wiederaufgebaute Potsdamer Stammbahn aufnehmen sollen. Kurz dahinter endet der Tunnel und die Züge erreichen wieder die Oberfläche. Bis zum Bahnhof Südkreuz passiert nichts Spannendes mehr. Doch als wichtigster Eisenbahnknoten im Berliner Süden muss dieser Bahnhof natürlich noch behandelt werden. Die Strecke unterquert in diesem Bahnhof die Ringbahn. Die Fernbahn hat 6 Bahnsteiggleise zur Verfügung, jedoch sind diese nicht von allen 4 Gleisen des Nord-Süd-Tunnels erreichbar. Südlich des Bahnhofs werden die 4 Gleise auf 2 Streckengleise verengt und führen dann in Richtung Ludwigsfelde. Ab 2025 soll am Südkreuz dann zusätzlich die Dresdner Bahn höhenfrei ausgefädelt werden. Die Bauarbeiten dazu laufen bereits lange. Jetzt haben wir die beiden markanten Radialstrecken durch die Innenstadt behandelt und kommen zu einem weiteren Berliner Merkmal, der Ringbahn. Sie ist vor allem durch die S-Bahn bekannt, die auf dieser tatsächlich 2 Vollringlinien betreibt. Da auch der Ring der Fernbahn besitzt wichtige Funktionen, die wir uns jetzt anschauen. Dazu muss man klären, dass man den Ring in verschiedene Abschnitte einteilt, genaueres dazu gleich. Teile des Rings sind elektrifiziert, andere Teile hingegen nicht. Starten wir unsere kleine Tour am Westkreuz. Hier ist eine der Stellen, wo die Elektrifizierung endet bzw. aus unserer Betrachtungsrichtung beginnt. Die aus Süden kommende Strecke passiert den S-Bahnhof Westkreuz und die Berliner Stadtbahn noch ohne Fahrdraht. In Berlin-Halensee-Nordkopf fehlt dann nicht höhenfrei eine zweigleisige elektrifizierte Verbindungskurve aus Richtung Wannsee ein. Neben dieser wichtigen Kurve gibt es noch eine nicht elektrifizierte eingleisige Verbindungskurve aus Richtung Wannsee auf den Ring, die in Halensee-Südkopf auf die Ringbahn trifft. Und dann logischerweise in Richtung Süden führt. Hinter Grunewald-GDN verzweigen die beiden Kurven nicht kreuzungsfrei mit der Strecke Stadtbahn-Wannsee. Den Knoten Westkreuz haben wir jetzt geschafft. Es geht weiter gen Norden zur Abzweigstelle Berlin-Charlottenburg, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Bahnhof an der Stadtbahn. Hier biegt die Ringbahn scharf Richtung Osten ab. Bisher befanden wir uns auf dem westlichen Abschnitt des Rings. Ab dem Ende der Kurve sprechen wir jetzt vom Nordring. Links von uns kommen 2 Gleise in unser Blickfeld. Diese Strecke kommt aus Spandau. Vom Westring gibt es eine eingleisige elektrifizierte Kurve nach Spandau, die mit den Spandau-Gleisen aber nicht verzweigt. So führen dort 3 Gleise in diese Richtung. Auch der Nordring verläuft zunächst nur parallel zur Strecke aus Spandau, sodass der Bahnsteig des Haltepunkts Jungfernheide aus Richtung Westkreuz nicht erreichbar ist, denn dieser befindet sich an der Spandauer Strecke. Eine Überleitstelle gibt es erst auf Höhe des S-Bahnhofs Beusselstraße, wo auch der Güterbahnhof Berlin-Moabit liegt. Dahinter wird die Ringbahn mit Hilfe eines Überwerfungsbauwerks nach Norden verschwenkt. Die Spandauer Gleise biegen dann zum Hauptbahnhof ab. Das Überwerfungsbauwerk sorgt dafür, dass die Züge der Relation Hauptbahnhof Spandau und Westkreuz Gesundbrunnen völlig unabhängig voneinander fahren können.
Gesundbrunnen ist das nächste Stichwort, denn dorthin führen die Gleise der Ringbahn jetzt. Kurz nach der Trennung von den Spandauer Gleisen wird die andere Ausfahrt aus dem Hauptbahnhof, die mit dem Überflieger am Abzweig Wedding, kreuzungsfrei auf die Gleise der Ringbahn geleitet, sodass jetzt eine zweigleisige Strecke zum Bahnhof Gesundbrunn führt. Dieser besitzt 6 Gleise an 3 Mittelbahnsteigen. Direkt im Anschluss verzweigen sich die Strecken wieder. Die viergleisige Ausfahrt in Richtung Bornholmer Straße ist von allen 6 Bahnsteiggleisen erreichbar. Die für uns interessante Ringbahn nur von den Gleisen 7, 8 und 10. Auch hier erfolgt die Trennung der Strecken höhenfrei. Auch vom Osten gibt es eine Kurve vom Ring Richtung Bornholmer Straße. Die Verknüpfung erfolgt auf beiden Seiten, aber nicht höhenfrei. Unspektakulär verläuft die Ringbahn jetzt weiter und in einer konstanten Rechtskurve geht es zum Ostring. Erwähnt sei nur, dass an Eisenbahnunterführungen an den S-Bahnhöfen Prenzlauer Allee und Storkower Straße der Stromabnehmer von E-Triebfahrzeugen gesenkt werden muss, da die Brücken zu niedrig sind. Weiter geht es zum Ostkreuz. Hier gibt es ein sehr interessantes Verbindungskurvensystem. Die untere Ebene an Stadt- und Ostbahn haben wir uns ja bereits angeschaut. Dort gibt es Verbindungen nach Rummelsburg und Lichtenberg. Das Kurvensystem, welches diese Relation mit der Ringbahn verbindet, besteht aus 2 Halbkreisen. Einer vom Ostkreuz in Richtung Rummelsburg, der andere vom Abzweig Frankfurter Allee nach Lichtenberg. Beide Kurven werden nicht kreuzungsfrei ausgefädelt. In der Mitte treffen sich die Halbkreise und es existieren Weichenverbindungen, sodass alle Relationen, also Frankfurter Allee nach Lichtenberg und Rummelsburg, sowie Ostkreuz nach Lichtenberg und Rummelsburg, erreicht werden können. Die Verknüpfungen dort schauen wir uns später an. Für unsere Ringbahn geht es jetzt weiter gen Süden. Hinter dem S-Bahnhof Treptower Park biegt die Strecke nach Südosten und verlässt den seit Westkreuz parallel geführten S-Bahnring. Die Strecke führt dann weiter nach Schöneweide. Erst am Abzweig Baumschulenweg besteht nach Kaufmachen in Schöneweide die Möglichkeit, eine eingleisige, nicht elektrifizierte Verbindungskurve zum Südring, die in Neukölln wieder auf die S-Bahn trifft, zu nutzen. Dort gibt es dann auch noch einen kleinen Güterbahnhof. Der Südring ist übrigens nicht elektrifiziert und hier auch nur eingleisig. Erst ab dem Bahnhof Tempelhof liegen wieder 2 Gleise. Kurz nach diesem wird in Südkreuz die Berliner Nord-Süd-Verbindung gekreuzt. Aus Richtung Tempelhof gibt es eine eingleisige Verbindungskurve zur Anhalter Bahn in Richtung Ludwigsfelde. Weitere Verbindungskurven existieren hier nicht. Auch sonst ist der weitere Verlauf der Ringbahn nicht von spektakulären Orten gekennzeichnet. So erreicht die zweigleisige, nicht elektrifizierte Strecke wieder Westkreuz, den Ausgangspunkt unserer Kreisfahrt. Nachdem wir uns zuerst mit den Strecken in der Berliner Innenstadt beschäftigt haben, wollen wir unseren Horizont etwas erweitern. Berlin besitzt neben dem Innenring ja auch noch den Außenring, der teilweise nur 4 Kilometer vom Innenring entfernt liegt, teilweise auch weit entfernt vom Berliner Stadtkern trassiert wurde. Alles, was dazwischen liegt, wollen wir uns im Folgenden anschauen. Starten wir mit dem Knoten Spandau. Aus Richtung Osten kommen 3 Gleise. 2 kommen über Jungfernheide vom Hauptbahnhof, 1 von der Ringbahn von der Abzweigstelle Berlin-Charlottenburg. Am Abzweig Berlin-Wiesendamm besteht die Möglichkeit zum Wechseln zwischen diesen Gleisen. Diese 3 Gleise treffen dann kurz vor dem Güterbahnhof Berlin-Ruhleben auf die beiden Gleise, die von der Stadtbahn nach Spandau führen. Dabei wird die Strecke der Stadtbahn zwischen die Gleise aus Jungfernheide gelegt, während das Gleis vom Westring ganz im Süden verläuft. Im Folgenden gibt es mehrere Weichenverbindungen, die ein Wechseln zwischen den Gleisen erlauben. Die 5 Gleise erreichen jetzt Berlin-Spandau, wo alle, bis auf das Gleis vom Westring, einen Bahnsteig besitzen. Hinter dem Bahnhof Berlin-Spandau beginnen die beiden Schnellfahrstrecken nach Hamburg und Hannover, sowie die Lehrter Stammbahn, welcher wir uns zuerst widmen. Die Lehrter Stammbahn entspringt aus dem südlichen, bahnsteiglosen Gleis sowie aus Gleis 6, welches einen Bahnsteig besitzt. Dahinter wird die Strecke jedoch schnell eingleisig. Die Schnellfahrstrecken nach Hamburg und Hannover fahren erst parallel weiter, doch die Hannoveraner Gleise biegen kurz darauf links ab, werden mit Hilfe eines Überwerfungsbauwerks ausgefädelt und treffen wieder auf die Lehrter Stammbahn. Ab Starken ist diese auch zweigleisig, sodass dann 4 Gleise nebeneinander liegen.
Unsere Gleise erreichen jetzt den Haltepunkt Elztal. In Fahrtrichtung links erkennen wir die Gleisanlagen des Gangschierbahnhofs Wustermark, denn nicht von der DB Netz, sondern von der Rail and Logistics Center Wustermark, einer 100%igen Tochter der Havelländischen Eisenbahn HVE betrieben wird. Die Chance sind gleichsam historische Loks wie 155er oder 232er, aber auch zwischengeparkte Neufahrzeuge zu sehen, dürfte einmalig sein. Dem weiteren Verlauf der Strecke widmen wir uns später. Doch zurück nach Spandau und der SFS nach Hamburg, auch Hamburger Bahn genannt. Sie verläuft unspektakulär zweigleisig weiter gen Nordwesten. Über Nauen und Wittenberge können neben Hamburg auch die Mecklenburg-Vorpommernsche Landeshauptstadt Schwerin und die Hansestadt Wismar erreicht werden. Jetzt geht es weiter mit der Strecke nach Wannsee, der sogenannten Wetzlarer Bahn. Wie beim Part über die Ringbahn erwähnt, verzweigen hinter Grunewald GDN die Verbindungskurven vom Ring mit der Strecke nach Wannsee. Diese verläuft danach unspektakulär geradeaus genau dorthin, wo sich neben drei Bahnsteigen auch die ehemalige Autozugverladung befindet. Kurz hinter der Grenze zwischen Berlin und Potsdam, auf Seite der Brandenburger Landeshauptstadt, trennt sich die Magdeburger Bahn von der Wetzlarer Bahn. Wir widmen uns erstmal der Strecke nach Sedin, was dem Berliner Güterverkehrsexperten sicherlich ein Begriff sein wird. Geradeaus führt die Strecke durch die südlichen Potsdamer Stadtteile nach Michendorf. Dort gesellt sich eine zweigleisige, elektrifizierte Verbindungskurve aus Samund dazu. Kurz nach dem Bahnhof Michendorf wird die Bundesautobahn A10 überquert. Danach folgt auf östlicher Seite der sehr imposante Rangierbahnhof Sedin. Dahinter wird die Strecke für uns schnell uninteressant. Die Wetzlarer Bahn führt dann über Bad Belzig weiter Richtung Dessau. Jetzt geht es zurück zur Berlin-Potsdamer Stadtgrenze, denn wir wollen uns natürlich noch die Magdeburger Bahn anschauen. Nach einer Rechtskurve und der Durchfahrt des Bahnhofs Giebnitzsee führt die Strecke geradeaus durch den Stadtteil Babelsberg weiter zum Potsdamer Hauptbahnhof. Vor diesem befindet sich noch eine Abstell- und Wendeanlage, in der in der Regel Talent-2-Züge abgestellt sind. Der Potsdamer Hauptbahnhof bietet hier zwei Gleise pro Richtung, welche alle von den zwei Streckengleisen erreichbar sind, die den Bahnhof erreichen. Auch dahinter wird die Strecke wieder zweigleisig und verläuft nun durch den Potsdamer Westen nach Parc Sanssouci, wo sich ein kleiner Güterbahnhof befindet. Danach verlässt die Strecke das Potsdamer Stadtgebiet und ab Werder wird es auch hier uninteressant für uns. Die Strecke führt dann über Brandenburg-Havel nach Magdeburg. Doch wir sind noch nicht fertig mit dem Potsdamer Bahnknoten. Zwischen den Stationen Charlottenhof und Potsdam Parc Sanssouci fädelt hier eine Verbindungskurve pro Richtung aus der Magdeburger Bahn aus. Sie treffen im Abzweig Potsdam-Wildpark Süd zusammen. Diese eingleisige elektrifizierte Hauptbahn führt dann weiter in Richtung Süden, wobei nur in Ferchlinderwitz eine Kreuzungsmöglichkeit besteht. Danach kreuzt die Strecke die Wetzlarer Bahn. Zu dieser Strecke gibt es Verbindungskurven in Richtung Südwesten, in Richtung Nordosten und eine Kurve, die es ermöglicht, in den Sediner Güter- und Rangierbahnhof einzufahren. Auf diese trifft dann noch eine aus Belitz kommende Verbindungskurve, die sogar planmäßig von der Regionalbahn 37 benutzt wird. Diese Kurven führen dann direkt durch den Sediner Güterbahnhof und treffen dahinter auf die Wetzlarer Bahn. Wer also mal mit einer Regionalbahn durch einen Güterbahnhof fahren will, kann dies hier tun. Hinter dem Kreuz mit der Wetzlarer Bahn endet die Elektrifizierung. Demnach sind zwar die Kurven aus Richtung Potsdam mit einer Oberleitung versehen, die Kurve in die Gegenrichtung hingegen nicht. Die Strecke führt dann über Belitz und Treuenbrietzen nach Hüterbock. Nach Hüterbock und weiter nach Halle und Leipzig führt aber auch die Strecke aus Südkreuz, auch Anhalterbahn genannt. Da diese ihre Ziele schnurgerade und recht unspektakulär erreicht, bleibt eigentlich nur zu sagen, dass sich in Großbeeren ein großer Umschlagbahnhof für Containerzüge befindet. Weiter geht es mit der Görlitzer Bahn, also der Strecke, die vorhin aus der Ringbahn abgezweigt ist. Neben dem Bahnhof Schöneweide ist vor allem der Bahnhof Königs Wusterhausen interessant. Der gesamte Durchgangsverkehr wird planmäßig am Hausbahnsteig 1 abgewickelt. Für die Fernbahn steht aber auch noch das Gleis 3 bereit. Dazwischen besitzt die S-Bahn Berlin ein Stumpfgleis. Fern-, Regional- und Güterzüge, die aus Berlin kommen oder dorthin fahren wollen, müssen also das Gleis der S-Bahn kreuzen. Außerdem beginnt an Gleis 3, und das ist die Hauptfunktion dieses Gleises, eine eingleisige, nicht elektrifizierte Nebenbahn nach Frankfurt-Oder. Es folgt die Schlesische Bahn, die von der Stadtbahn aus erreichbar ist. Hinter dem Ostkreuz tritt die Verbindungskurve von der Ringbahn auf diese Strecke, genauer gesagt auf das ganz am Anfang erwähnte dritte Gleis von und zum Ostbahnhof, welches Fernzugbereitstellern dient.
Dieses und das Streckengleis nach Frankfurt-Oder führen dann mitten durch das ICE-Werk Berlin-Rummelsburg, während das Gleis nach Ostkreuz außen herum führt. Hinter dem Werk geht es dann für die Strecke zweigleisig in Richtung Osten, zur deutsch-polnischen Grenze. Vor der Einfahrt in Zwerg-Rummelsburg fädelt noch eine Verbindungsstrecke zum Biesdorfer Kreuz aus, der wir uns später widmen. Nördlich von Rummelsburg liegt Lichtenberg. Während Rummelsburg das große Werk des Fernverkehrs ist, ist das BW Lichtenberg das Werk des Regionalverkehrs. Die zweigleisige elektrifizierte Verbindungskurve von der Ringbahn und die eingleisige nicht elektrifizierte Strecke vom Ostkreuz treffen hier aufeinander, wobei es in Lichtenberg aufgrund vieler Gleise sehr unübersichtlich ist. Der Personenbahnhof besitzt 6 Bahnsteiggleise. Aus dem Bahnhof heraus führen dann 4 Gleise, zwischen denen man nochmals wechseln kann. Diese führen dann zum Knotenwirrwarr des Biesdorfer Kreuzes, dem wir uns später widmen. Dahinter jedoch verliert die Ostbahn, genannte Strecke, ihre Oberleitung und führt ins polnische Kostrzyn. Jetzt machen wir einen großen Sprung zurück. In den Ausführungen über den Innenring haben wir schon über Berlin-Bornholmer Straße gesprochen. Hier treffen die Gleise vom Innenring aus den Richtungen Gesundbrunnen und Greifswalder Straße zusammen, verzweigen ineinander und stellen dann den Beginn der Stettiner Bahn dar. Diese Strecke führt, wie die anderen eben angesprochenen Strecken, zweigleisig und elektrifiziert in Richtung Norden, wobei unter anderem Eberswalde, Angermünde, Stettin und Stralsund mit dieser Verbindung erreicht werden können. In Berlin-Karow fädelt noch die eingleisige, nicht elektrifizierte Heidekrautbahn nach Barsdorf aus. Besonders ist, dass auch von der parallelen S-Bahn-Strecke eine Verbindung zur Heidekrautbahn besteht. Diese wird von der Regionalbahn 27 benutzt, die in Karow am S-Bahnsteig endet. Dies ist besonders, da es nur eine von 2 Stellen ist, bei denen Regionalzüge Bahnsteige der S-Bahn Berlin nutzen. All diese und noch 3 weitere sternförmig von Berlin ausgehende Strecken werden über einen weiteren Ring miteinander verbunden, durch den sogenannten Berliner Außenring. Dieser Ring verläuft in großen Teilen zweigleisig und elektrifiziert, wobei er teilweise nicht einmal 5 Kilometer vom Innenring verläuft, doch auch weit vor den Toren der Stadt Berlin trassiert wurde. Einige Schlüsselpunkte dieses Rings wollen wir uns jetzt anschauen. Zur Info vorab, sollte es nicht anders angesprochen werden, sind alle Verbindungskurven elektrifiziert. Wir starten dabei an der Kreuzung zwischen Hamburger Bahn und Außenring. Dieses vergleichsweise kleine Kreuz besitzt 3 eingleisige Verbindungskurven. Weiter geht es mit dem Kreuz Hennigsdorf Nord. Hier gibt es 2 eingleisige Kurven, die südlich des Kreuzes mit der eingleisigen, nicht elektrifizierten Kremmener Bahn aus Wittstock, Neuruppin und Kremmen verzweigen, dann zu den beiden Mittelbahnsteigen in Hennigsdorf führen und dort enden. Die direkte Anbindung von Hennigsdorf nach Berlin existiert nur als S-Bahn-Strecke der Linie S25. Züge, die vom Außenring in Richtung Kremmen fahren wollen, wie zum Beispiel die Züge des Prignitz Express RE6, müssen zunächst nach Hennigsdorf fahren, dort wenden und können erst danach weiter gen Norden fahren. Ein Kreuz weiter östlich beginnt wieder eine Strecke, und zwar die sogenannte Nordbahn. Das Kreuz besteht aus den Betriebsstellen Bergefelde Ost, Schönfließ West sowie den Bahnhöfen Birkenwerder und Hohenneuendorf West. Vom Außenring zur Nordbahn gibt es sowohl 2 normale Verbindungskurven als auch eine groß angelegte Schleife, die aus 2 Gleisen besteht. Auch diese Schleife besitzt Anbindungen an beide Richtungen des Außenrings. Es besteht aber keine unmittelbare Verbindung der beiden Gleise in dieser Schleife, sodass hier im Prinzip von 2 eingleisigen Verbindungen gesprochen werden muss. Die 4 Verbindungsgleise vom Außenring verzweigen dann nicht höhenfrei nördlich von diesen. Die Nordbahn verläuft dann zweigleisig elektrifiziert, wie der Name sagt, Richtung Norden, wobei über Oranienburg und Neustrelitz auch Rostock und Stralsund erreicht werden können. Das wohl relevanteste Kreuz im Norden ist das Karower Kreuz, welches sich aktuell im Umbau befindet. Der Außenring kreuzt hier die Stettiner Bahn. Es gibt 4 eingleisige Kurven, eine für jede Richtung. War es bisher noch recht übersichtlich, präsentiert sich das Biesdorfer Kreuz vergleichsweise chaotisch. Das macht es nicht gerade einfach zu erklären. Aber wir versuchen es bestmöglich zusammenzufassen.
Für eine bessere Übersichtlichkeit haben wir hier eine schematische Darstellung in Form eines Gleisplans gewählt. Grundlage für das Biesdorferkreuz ist der zweigleisige Außenring sowie die vorhin im Kapitel zwischen den Ringen angesprochenen vier Gleise, die den Bahnhof Lichtenberg verlassen. Gleis 3 ist das Gleis der Ostbahn. Es kreuzt den Außenring und teilt sich dahinter am Abzweig Biesdorferkreuz Südost in Richtung Ostbahn und des Außenrings in Richtung Süden auf. Da die Ostbahn nicht elektrifiziert ist, verliert das Gleis hinter diesem Abzweig die Oberleitung. Im nördlichen Teil erkennen wir ein weiteres Gleis, das aus dem GBF Berlin Nordost kommt. Es kann vom Außenring und vom ersten Lichtenberger Gleis erreicht werden. Nach der höhenfreien Kreuzung mit der Ostbahn gesellt sich Gleis Nummer 4 aus Lichtenberg hinzu. Dahinter teilt sich dieses Gleis am Abzweig Biesdorfer Kreuz Südwest auf, in Richtung Außenring und zur eingleisigen Verbindungsstrecke nach Rummelsburg. Diese führt dann auf die Schlesische Bahn und man kann den Ostbahnhof mit dieser erreichen. Richten wir unseren Blick zum Abschluss des Biesdorfer Kreuzes auf das zweite aus Lichtenberg kommende Gleis. Es führt wie das erste zum Außenring in nördliche Richtung, bindet aber auch gleichzeitig die eingleisige, nicht elektrifizierte Friezner Bahn in Richtung Werneuchen an. Eben jenes Gleis führt in anderer Richtung zur Ostbahn, sodass diese auch vom nördlichen Außenring erreicht werden kann. Genauso existiert aber auch eine Verbindung von der Ostbahn zum südlichen Außenring. Zwischen den verschiedenen Gleisen gibt es aber auch immer wieder Verbindungsmöglichkeiten, um alle Gleise bestmöglich anzubinden. Das war das Biesdorfer Kreuz im Detail. Wir hoffen, dass es halbwegs verständlich war. Trotzdem möchten wir euch einen Blick auf die richtige Karte nicht vorenthalten. Man sieht, dass dieses Kreuz sehr umfangreich und unübersichtlich ist. Nur wenige Kilometer weiter südlich befindet sich das Kreuz Eichgestell, auch bekannt unter dem Namen Wuhlheide. Dieser Ort sollte dem Berliner Eisenbahnfotografen aufgrund der bekannten Fotostelle ein Begriff sein. Im Kreuz Wuhlheide begegnen sich die Schlesische Bahn und der Außenring. Die Verbindungskurve Südring-Westliche Schlesische Bahn, welche von vielen Regionalzügen benutzt wird, ist sogar zweigleisig, aber nicht kreuzungsfrei angebunden. Eine Kurve aus der Innenstadt zum Außenring gen Norden gibt es nicht. Dafür existiert weiter nördlich ja die Verbindungsstrecke Rummelsburg-Biesdorf. Weiter geht es mit dem Kreuz von Außenring und Görlitzer Bahn, dem sogenannten Grünauer Kreuz. Die erst am Kreuz Wuhlheide auf den Außenring aufgefahrenen Regionalzüge müssen hier schon wieder runter, weshalb dieses Kreuz eine umfangreiche Infrastruktur bietet. Während der Außenring ganz normal verläuft, befinden sich die Gleise der Görlitzer Bahn in einigen Abstand zueinander. Dazwischen gibt es mehrere Verbindungskurven. Die Verbindungen nördlicher Außenring östliche Görlitzer Bahn und westliche Görlitzer Bahn südlicher Außenring sind zweigleisig. Die anderen beiden Verbindungsmöglichkeiten sind jeweils nur eingleisig ausgeführt. Die Kurve von der westlichen Görlitzer Bahn zum Nordring wird etwas entfernt des Kreuzes an die Hauptstrecken angebunden und kann deshalb hier nicht ganz dargestellt werden. Das nächste Kreuz auf dem Außenring wäre der Glasower Damm. Doch bevor wir uns diesem widmen, biegen wir auf die Görlitzer Bahn ab, die wir für nicht einmal 5 Kilometer befahren müssen, bevor wir zum nächsten Abzweig kommen. Am Abzweig Bohnsdorf gibt es zwei eingleisige Verbindungskurven von der Görlitzer Bahn, die zusammentreffen und verzweigen. Diese zweigleisige Strecke führt dann zum unterirdischen viergleisigen Bahnhof unter dem Terminal 1 des Flughafens BER. Nachdem die Strecke wieder in die Oberfläche kommt, trifft sie auf den Außenring. Wobei die beiden Flughafengleise unter dem Außenring auf die Nordseite desselben geführt werden und vorerst nicht verzweigen. Es gibt aber auch eine Verbindungskurve zwischen dem Außenring und den Flughafengleisen. Die vier parallelen Gleise führen dann zum Kreuz Glasower Damm, wo sie am Abzweig Glasower Damm Ost nicht höhenfrei mit dem Außenring verzweigen. Aus Richtung Osten gibt es eine zweigleisige Verbindungskurve zur Dresdner Bahn, die aber nicht höhenfrei auswedelt. Sie wird Schönefelder Kurve genannt. Aus Richtung Westen gibt es noch die eingleisige Potsdamer Kurve. Die Dresdner Bahn führt anschließend, wie der Name schon sagt, nach Dresden. Damit die Züge dieser Relation zukünftig nicht mehr von der Dresdner Bahn auf den Außenring abfahren müssen, wird, wie zu Beginn des Videos angesprochen, die direkte Verbindung zum Südkreuz bis voraussichtlich 2025 wieder aufgebaut. Diese Strecke wird dann mit den beiden vom Flughafen entkommenen Gleisen verbunden, sodass zukünftig die Personenzüge aus Richtung Berliner Innenstadt zum BER unabhängig von den Güterzügen auf dem Außenring fahren können. Circa 10 Kilometer weiter treffen wir schon auf das nächste Kreuz.
Im Kreuz Genshagener Heide begegnen sich Außenring und Anhalterbahn, also die Strecke nach Halle und Leipzig. Neben zwei ganz normalen Verbindungskurven gibt es auch das Schweineohr genannte Bauwerk Kramerkurve, welches eine große Schleife mit Verbindungen in beide Richtungen an den beiden Enden darstellt. Wenn wir in Richtung Süden auf der Anhalter Bahn fahren, bemerken wir, dass neben den beiden Gleisen genannter Bahnstrecke noch zwei weitere Gleise liegen. Dieses sind die Verbindungen zum Außenring. Westlich liegt das Gleis der Kramerkurve, östlich das Gleis der kurzen Kurve, die man direkt zur Fahrt in Richtung Glasower Damm benutzen kann. Diese Gleise, welche natürlich auch von der Anhalterbahn erreicht werden können, führen bis zum Bahnhof Ludwigsfelde parallel zu dieser und verzweigen dann hinter den Bahnsteigen. Benutzt werden diese Gleise vor allem von den Regionalzügen der Linien RE3 und RB32. Die nächste Kreuzung wäre mit der Wetzlarer Bahn nach Dessau. Hier gibt es aber kein richtiges Kreuz. Vom Westring nach Süden gibt es eine kleine Verbindungskurve. Die zweigleisige Verbindungsstrecke Samund-Michendorf wurde vorhin schon angesprochen. Nachdem auf einem imposanten Brückenbauwerk der Templiner See überquert wurde, wird der ehemalige Potsdamer Hauptbahnhof, heute Pirschheide genannt, durchfahren. Jahrelang als Lost Place und beliebte Fotostelle bekannt, präsentiert sich der Bahnhof mittlerweile im Wiederaufbau. Kurz darauf folgt wieder einmal ein Kreuz, bei dem der Außenring die Magdeburger Bahn überquert. Hier gibt es eingleisige Verbindungskurven in alle Richtungen, bis auf die direkte Verbindung vom Südring nach Potsdam. Deshalb muss die RB22, die diese Verbindung theoretisch nutzen würde, in Golm Kopf machen. Das Ziel ist in Sicht. Wir sind fast einmal um Berlin herumgekommen und schauen uns jetzt das Kreuz Wustermark an, in dem der Außenring die Strecken nach Hannover überquert. Die zwei Gleise der SFS und ein Gleis aus dem Bahnhof werden direkt nebeneinander geführt. Ein viertes Gleis verläuft mit einigen Metern Abstand. Nachdem der Bahnhof Wustermark passiert ist, geht es dann für die drei Gleise über Rathenow und Stendal nach Wolfsburg, wobei nur die beiden Gleise der Schnellfahrstrecke elektrifiziert sind. Wir hoffen, euch haben die letzten 30 Minuten gefallen und ihr konntet durch unsere Führung etwas Neues lernen. Wenn ihr mal in Berlin seid und euch fragt, wohin dieses und jenes Gleis wohl führen könnte, dann denkt an diese Dokumentation. Die Produktion war, wie ihr euch vorstellen könnt, sehr umfangreich, weshalb wir uns über ein Like und ein Abo freuen würden. Schaut auch gerne bei unserem Partnerkanal Züge2Go vorbei. Fragen, Anmerkungen und Wünsche sind in den Kommentaren immer gerne gesehen. Und lasst es uns wissen, ob wir dieses Format auch auf andere Städte übertragen sollen. Ich fahre jetzt erstmal wieder zurück zum Berliner Hauptbahnhof und danke euch fürs Zusehen. Bis dahin und tschüss.